Met slogans als Nooit meer oorlog en Samen tegen kapitalisme voert de Partij voor Sociale Gelijkheid campagne. Wij willen weten wat dat met Berlijn te maken heeft. We zijn hier am Anhalter Bahnhof. Dat heißt, een Ort van Hunderten of sogar Tausenden in Berlin, der voor de Verbrechen des deutschen Militarismus. Wir stehen ja bei diesen Wahlen, um gegen die Wiederkehr des deutschen Militarismus aufzustehen und eine internationale Bewegung gegen Krieg und gegen seine Wurzel, den Kapitalismus, aufzubauen. Nie wieder Krieg ist Ihr wichtigste Wahlthema. Warum ist das so? Naja, weil Krieg ganz objektiv das größte Problem von Arbeitern hier in Berlin, aber auch international ist. Jedes Problem der Welt ist verbunden mit der Kriegsentwicklung. Aber werden wir konkret von einem Krieg bedroht im Moment? Ja, die NATO bereitet sich hier auf einen Krieg gegen Russland vor, zingelt Russland und China militärisch ein und Deutschland ist aktiv daran beteiligt, genauso wie an der Zerstörung des Nahen Ostens. Haben Sie keine konkreten Pläne für Berlin? Wir haben sehr konkrete Pläne für Berlin, weil die sämtliche etablierten Parteien arbeiten daran, Berlin wieder zur Hauptstadt des Militarismus zu machen. Mhm. Drückt sich auch daran aus, wie sie alle darin übereinstimmen, hier mehr Polizei, mehr Überwachung und einen starken Staat einzuführen. Und der ist gerichtet gegen die soziale Opposition, gegen soziale Unzufriedenheit und auch gegen den Kampf gegen Krieg. Moment, gibt es konkrete Probleme hier? Haben Sie dafür auch eine schnelle Lösung? Naja, wie gesagt, eine Lösung muss damit anfangen, mit einer Analyse des Problems. Und das Problem bestand darin, dass alle Parteien, insbesondere die Linkspartei, die SPD, die Grünen, hier eine Politik im Interesse der Reichen gemacht haben. Und wenn wir ins Abgeordnetenhaus einziehen, werden wir genau gegen diese Politik kämpfen. Aber kommunistisch, ja oder nein? Ja, natürlich, also in dem Sinne kommunistisch, aber nicht stalinistisch. Kommunistisch, aber nicht stalinistisch.